Hallöchen Leute und willkommen zu Nier Automata. Und ich greife die Begrüßung vorweg, obwohl ich eigentlich eine andere Szene nehmen wollte, weil da hinten wieder dieses kleine Mädchen war, ganz am Anfang, was mir schon mal aufgefallen war. Und ich werde dieses Mal nicht einen Einblendungsbildschirm machen. Juby, you okay? Alert. All communications are currently being jammed. We better hurry. Also ich werde quasi keine Aufblende machen, sondern ich werde direkt das Bild nehmen, ohne anfangs so ein Schwarzbild zu haben. Weil, damit ihr das seht. Und irgendjemandem ist es schon mal aufgefallen und ich hoffe, dass ich einfach nicht verrückt bin. Also die Vermutung, dass ich verrückt bin, liegt nicht mehr so nahe, seit es irgendjemand anderem von euch aufgefallen ist. Das Mädchen war auch bei einer Adam und Eva Szene dabei. Bei der ersten Adam und Eva Szene. What the hell? Okay, das ging. Where's 2B? 2B's black box signal detected nearby. She is likely engaged in combat. You okay? Good thing I landed that direct hit. Uh-oh. Die. All of you are going to die. Lasst den Spaß wieder beginnen. I'm fine. Let's take this bastard down. Right. Genau, jetzt wollen wir angeln. Ah, what the hell? Kommt hier, ihr Pappnasen. Sehr schön. Direkt ausweichen. Ich glaube, der greift mich gerade an. Ja. Okay, das Hacken wird irgendwie mit weiterem Spielverlauf immer auf eine neue Stufe gehoben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht doch niemals gut. Ich bin hinten angestoßen. Oh oh. Der kommt direkt auf mich zu. Oh Mann. Ja, komm her. Komm her. Nee, ich trau mich nicht rüber. Verdammt! Oh Gott, das ist so gemein gemacht. Diesmal habe ich für den Endkampf einige Vorkenntnisse. So, komm her, jetzt muss es aber ein bisschen leichter sein hier. Oh Gott, ja, so viel dazu. Nein! Gut, 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 gut. Wir leben noch. Die Musik ist super. Nein! Ach, komm schon. Diese doofen lila Kugeln. Okay, ich probiere es nochmal. Genau, dann warte ich einfach auf die, die jetzt ankommen. Genau. Oh oh. Oh, ist das fies. Gerade so noch geschafft. Komm schon. Yes, geschafft. Oh
komm her. Adam, was los, hä? Ist dir das Obst im Hals stecken geblieben? Oh Mann. Okay, einmal durchfliegen und durchschießen. Sehr schön. Aber es geht recht schnell. Und das ging gut. Oh, schön. Erste Stufe geknackt. They're still coming? What do we do? There's too many. Toby, can you hear me? Our village is under... Pascal? Come in, Pascal! Shit! Parallel, während ich das aufnehme, ganz kurz noch mal eine Info. Vom selben Entwickler, Platinum Games, ist aktuell ganz frisch die PC-Version von Bayonetta erschienen. Anderer Publisher, da nicht Square Enix, sondern Sega, also der Entwickler... muss halt immer hoffen, dass gewisse Publisher halt investieren wollen und Aufträge quasi Platinum Games geben. Und ich empfehle definitiv, sich mal Bayonetta anzuschauen. Läuft bei mir, gut, ich habe auch eine krasse Hardware, aber sogar mit einer 79 soll das in 4K 60 FPS fast durchgehend flüssig laufen. Also, das ist schon ziemlich heftig. Bayonetta ist außerdem auch noch gameplay-technisch mega gut. Und, ja, mal gucken, wie Nier Automata sich weiterhin noch entwickelt. Rein vom Gameplay her muss ich sagen, ist für mich persönlich kein Spiel besser als Bayonetta. Vielleicht Vanquish. Und vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwann. Ich würde es mir wünschen. Yes, geschafft. Boah, das war krass. Autsch. So, jetzt komm mal her, Adam. War schon mal gut. Autsch. Das Lustige ist ja, wenn man den Endkampf zusammenfassen will, dann hat man ja sozusagen hier nicht drei Stufen. Aber man hat ja jetzt den ersten, jetzt hat man den hier und dann kommt nochmal Adam. Ich glaube auch Adam hat ja seine verschiedenen Stufen. Und genauso ist halt auch der Boss bei Bayonetta. Ich sag jetzt nicht was genau oder wie oder was, aber da habt ihr halt auch super viele Stufen. Und jedes Mal, wenn ihr denkt, okay, jetzt war's das, bam, kommt halt noch eine Stufe, noch eine Stufe, noch eine Stufe und es wird immer krasser.
Das ist so assi gemacht hier. Yes, geschafft. Kurz nochmal die Faust zur Siegerpose gehoben und direkt weitermachen. Oh mein Gott. Ich kann mir vorstellen, dass die finale Auseinandersetzung gegen Adam anfangs ein bisschen leichter sein könnte, wenn ich ihn hacken kann. Ich habe zwar jetzt nicht mehr dieses eine Pod-Modul, mit dem ich hier die ganze Zeit diese starken Attacken nutzen kann. Oh oh. Die starken Fernattacken nutzen kann, aber wir können halt hacken und das ist ein großer Vorteil. So, einmal bewusst durchfliegen und zack. Hat er überhaupt einen Lebensbalken oder so? Ja! Perfektes Timing zum Fragen. You saved us. Oh, thank you so much. What the hell? The machines on the network all went berserk at the same moment. I think the unit presiding over them may have gone mad. It's Eve. It's gotta be. If we destroy this presiding unit, will it stop the rest? Most likely, yes. Pod, I need you to locate Eve's current position. Location has been detected and placed on map. We'll take care of Eve. You just worry about keeping the village safe, okay? Ah, okay, es ist Eva jetzt. Okay, okay, okay. Kleiner Fehler von mir. Okay, ich möchte auch dazu sagen, ich hatte eine offene Frage die ganze Zeit im Kopf. Ganz kurz, das möchte ich nochmal loswerden, den Gedanken. Ich hatte nämlich die ganze Zeit eine offene Frage im Kopf, nämlich da, warum Eva plötzlich diese in dieser nachgebauten Stadt dann sein sollte und warum sie so viel Ehrgeiz gezeigt hat, so eine Stadt auch nachzubauen, weil Eva wirkt ja wie die impulsivere der beiden oder der impulsivere, wie auch immer. Und Adam hätte ich das ja eher zugetraut, weil der versucht ja die Menschen zu studieren. Und das hat sich jetzt beantwortet quasi. Auf geht's. So, außerdem in den Kommentaren auch noch gelesen zwischendurch, dass gewisse Fragen von Near 1 aufgedeckt wurden. Wo ich hoffe, dass es nicht irgendwie Sachen sind, die mir den Spaß an Near 1 nehmen, weil ich Near 1 jetzt auch nochmal durchspielen möchte. Nicht als Let's Play, sondern privat. Auch aus dem einfachen Grund, weil ich PS3 nicht capturen kann. Da muss ich noch eine Methode finden. Okay, let's go. Ah. And here you are. I know you two feel the same. That this world is utterly meaningless. Einer von beiden sollte so denken. My brother was everything. And now everything must die. Von den beiden Androiden müsste zumindest einer so denken. Why did you kill my brother? Ach du liebes bisschen. Sehr schön, nochmal 87 Erfahrungspunkte. Spricht immer für einen recht
Schaden vollen Heck. Autsch. Oh, Tobi ist ja da oben schon. Cool. Vielleicht sollte ich einfach nur warten. Oh oh. Verdammt, ich wurde in die Enge getrieben. Nein, 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 nicht von der Plattform fallen. Gleich nochmal. Sind ja Lenkraketenwerfer, also Lenkraketen quasi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre auch geil, wenn jemand mit Lenkraketenwerfern schießen würde. Ich würde es mir lustig vorstellen. Okay. Massive energy signature detected. What is it? The energy Sei still, Pot. Jetzt würde mich nur noch interessieren, was nach dem eigentlichen Ende, was wir letztes Mal gesehen haben, passiert. Ob 2B und 9S... Oh nein, stimmt, der regeneriert ja sein Leben nochmal. Oh Mann. Weil 2B weiß ja... 9S weiß ja im Prinzip, was mit der Menschheit passiert ist. Und die beiden wollen ja glücklich und so zusammenleben hier. Und die Frage ist da halt, können die beiden dann entspannt zusammen leben hier oder was? Was zur Hölle? Warum? Warum? Oh mein Gott. Ja, weiter. Was zur Hölle ist hier plötzlich los? Sowas wollte ich immer bei Endbossen haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, rechts oder links? Kommt wahrscheinlich auf dasselbe hinaus. I needed nothing else. Hey Kollege, wir können drüber reden. Wir haben auch neue Erkenntnisstände mitgebracht. Selbstbewusstseinsstörung. Okay, keine Ahnung, was der alternative Pfad gebracht hätte oder ob es der richtige hier ist. Corruption confirmed in Yorha Unit 9S's self-consciousness data. Immediate evacuation and treatment recommended. Just a little more. If I can remove Eve's object control function. Okay,
Ja, die Selbstbewusstseinsstörung führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass wir am Ende ins Netzwerk kommen. Das wollen die natürlich nicht. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel von dem Androiden. Listen to me, Adam. I never disliked fighting, but I didn't want you to be hurt. I especially didn't want to lose you. So let's go somewhere quiet. Together, my brother. Okay, und jetzt kommt wieder der nervige Teil. Huch, ich kann ja doch normal laufen. Stimmt, am Anfang geht das, glaube ich, noch. Okay, auf geht's. Oh mein Gott, wo kommt ihr denn plötzlich her? Nein! Okay, gut, 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 gut. Yes! Oh mein Gott, hör auf! Entspann dich, Eva! Oh mein Gott, ich habe hier sowas von gerade Probleme. Yes, sehr schön. Komm schon, nochmal. Okay, jetzt wird's hart. Komm uns doch nicht so nah, Mensch. Nein, 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 nein. Yes. Wir leben noch. Geht auch nicht mehr das Hacken. Er macht keine Anstalten, es zu versuchen. So, wenn man jetzt in Tobis Position wäre, wäre man schon direkt tot. Komm schon, First Try wäre doch genial. Das Gute ist, ich habe auch hier Erholung noch. Kann sie mit ihrem Pod auch mal schießen? Komm schon, 2B. Könnte sein, dass es mir einfach nur so vorkommt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man mittlerweile quasi bevor er angreift, schon merkt, was für eine Attacke er machen wird.
vor allem wichtig bei dieser einen zentrierten Attacke, wo er einfach nur in die Mitte schießt. Dass man noch schnell zur Seite ausweicht. Okay, jetzt das Finale. At this very moment. Guess so, but we can't upload this corrupted data to the bunker. So... 9S. Please, 2B. I want you to do this. I'm alive. Goddamned machines! Is this a message? The data transmissions, they're resonating with each other.
to be. Who are... It looks like I left my personal data in the machine side of things. Next thing I knew, my sense of self was regenerated over the surrounding network. Having multiple selves fused together like this is a pretty valuable experience, so I wanted to record it. But I couldn't access any storage areas yet. So I just multiplexed it over the memories of some nearby enemies so that when I returned to my own body, Ines. I'm glad you're okay. Yeah. And so, the final battle with Adam and Eve came to an end. This battle will likely have a great effect on the outcome of the war. 2B and I, our battle will continue for some time to come. But that's another story for another day. Okay, hier hat sicher jeder von euch die beiden... Or not to be, wie bitte? Hier hat sicher jetzt jeder von euch diese beiden Mädchen rechts und links gesehen. Davor war es immer ein Mädchen, was da drin war, in diesen Cutscenes verbaut, und jetzt waren es zwei. Und ich frage mich jetzt ganz im Ernst, warum zur Hölle sieht man nicht den Schritt zwischen, also das, ich habe jetzt zwar geflucht, aber lass es mich ausführen, warum sieht man nicht, wie 9S sich in die Maschinen verwandelt, und haben die beiden Mädchen etwas damit zu tun? Sind das vielleicht irgendwelche KIs oder sonst was, die 2B, nicht 2B, sondern 9S imitieren und quasi dann in die Maschinenwesen gehen? Und keine Ahnung, warum sieht man diesen Schritt nicht? Ich traue dem Braten nicht. Und würde sagen, wir werden definitiv beim nächsten Playthrough erforschen, was es damit auf sich hat. Okay, 9S existiert quasi auf der Erde normal weiter. Mit designated items. What the hell? Okay. Na, verdammt, das ist der nicht echte 9S, ne? Hey, 2B. I was waiting for you. I needed to give you this. Say, 2B. No, never mind. Just be careful. Planning preparations complete. Confirm equipment delivered to quarters. Ach man, warum läuft die Musik nicht weiter? Ich wollte nur die E-Mail nachschlagen. Kann ich die nicht sehen? Ach, hier. Remember your pain. The pain of having your homeland stolen. We will never give up our struggle. We will take back the seas, the skies, the land. We will take back our world from the scourge of the machines. We will not fail in this mission. Here and now, we will put an end to this goddamn war. Glory to mankind. Glory to mankind! Ja, bitte speichern. So, ich habe hier drei verschiedene Stände und ich mache das immer so, ich habe vor dem ersten Ende schon einen Spielstand, den ich nicht überschreiben will. Vor dem zweiten Ende haben wir jetzt auch einen und jetzt auch noch vor dem dritten Playthrough quasi. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet und was jetzt noch in dieser Folge vielleicht passiert. Okay, es kommt der Screen, aber ein ganz anderer Screen. Okay, gut. Okay, Leute,
Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der dritten Story bei Nier Automata, wie es heißt. Da habe ich jetzt mitbekommen auch. Und nicht Nier Automata, sondern Nier Automata. Und ja, bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und nächstes Mal erkunden wir die nächste Story. Also bis dahin, euch eine gute Zeit, macht's gut.